So, und da sind wir wieder mal bei Alex. Ja, ich habe das mit dem Kampf rausgefunden. Ich sag dazu nichts. Ich gehe hier mal rein. Ich könnte sein, dass ich irgendwann aus Versehen X gedrückt habe und das nicht so gut ist. Hallo? Okay. Eisen abbauen ist noch nicht. Aber Eisenerz einsammeln ist umso besser. Gucken, warten wir mal auf den nächsten Kampf und gucken dann, wie es sich entwickelt. Seht das richtig? Der Steg ist unter Wasser. Okay, wer hat den Mist gebaut? Idioten, alles Idioten. Oh, bist du wichtig? Nö. Setzer. Da unten arbeitet noch nicht mal jemand. Tja. Mhm. Die mögen auch keine Jetpacks. Das überrascht mich irgendwie gar nicht. Da musste ich niesen. Ach, ich bin froh, dass mein Headset so leicht auszuschalten geht. Das war ja. Muss ja nicht jeder mitkriegen. Reicht, wenn die Nachbarn es wissen, dass ich niesen musste. Oh, halt. Was bist du? Ein Feuerkraut. Und. Hier gibt es. Tja, das da. Tantenkraut. Sachen gibt's. Wahnsinn. Ein Leitfaden. Eine Öllampe. Scheint ja keiner zu merken, dann ist ja in Ordnung. Noch eine Öllampe. Gucken wir mal ganz kurz in den Leitfaden. Das war. Nee, hier. Nee. Doch, hier irgendwo. Leitfaden. Alex ist von den Setzlingen fernzuhalten und zur Umwandlung am Schrein abzugeben. Jeder Setzling wird in gleicher Menge kontinuierlich mit Mana gespeist. Alle Setzlinge sind mit gleicher Sorgfalt zu pflegen. Nur die kräftigsten Kandidaten sind für die Umpflanzung und das Terraforming geeignet. Gedeiht ein Setzling zu einem Kandidaten für ein Weltenherz, ist umgehend Auskunft zu erteilen. Aha. Gut zu wissen. Da werde ich jedes Mal Bescheid sagen, wenn mir was auffällt. Gut, dass ich davon keine Ahnung habe, dann brauche ich auch nicht Bescheid sagen. Ein Apfel, noch ein Apfel, ein Wasserfall. Und wieder eine Höhle. Das war nur eine Bank, keine. Wieder weit und breit niemand zu sehen. Sehr gut. Können wir uns hier natürlich wieder nach Herzenslust bedienen. Die Betten sind jetzt. Oh, Rezept für Drüsensuppe. Borns Truhe. Ohne Schlüssel wird das nichts. Och Mist. Ich weiß nicht mal, wer Born ist, aber ich will an seine Truhe ran, auf jeden Fall. Ein Krug. So eine Hacke hätte ich auch gern noch. Das wäre bestimmt eine. Oh. Ich glaube, die Axt ist schon okay. Oh. Kann mir niemand sagen, dass das zu steil ist, um da drauf zu stehen? Na gut. Mal hier kurz über den Fluss rüber. Okay, da oben gehen wir auch noch hin. Gucken uns das von der anderen Seite mal an. Ist auch noch ein Wasserfall. Wenn da zwei solche Wasserfälle sind, dann muss da oben ganz schön viel Wasser sein. Eine richtig fette Quelle oder sowas. Aha,
Ah, da ist die zweite Wache, ja. Hier gibt es auch nichts zu holen. Kann man hier raufklettern und was Tolles finden? Nö. Oh, aber wir sind wieder am Eingang. Dann muss ich jetzt... So. Gehen wir doch von hier aus wieder los. Hier haben wir auch noch nicht reingeguckt. Hammer. Den dürfen wir sogar nehmen. Ist auch toll. Ah. Kann ich dir helfen? Nagelst du hier? Jetzt nicht. Aha, okay, ja. Hast du sonst irgendwas vor? Jetzt nicht. Können wir kurz quatschen? Jetzt nicht. Droxtruhe. Das darf ich alles nicht nehmen. Kann ich dich, Kralle. Das darf ich wieder nehmen. Klar. Sehr gut. Du gehst kurz. Du klaust hier nie wieder. Ach, verdammt. Suchst du was Bestimmtes? Ich wollte hier eigentlich keinen Mist, keinen Ärger haben. Deshalb laden wir mal neu und ich... Suchst du was Bestimmtes? Hab nicht mal viel verloren. Also Zeit. Oder sowas. Und wir klettern hier mal hoch. Dup, 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 dup. Unsere modischen Mokassin-Stiefel sind echt der Knaller. Also ich muss sagen, ich... Nein! Ah, oh, okay, ich darf. Ich habe nicht geguckt, ob jemand da ist. Das hätte ich vielleicht erst tun sollen. Und noch ein Köcher und noch mehr Pfeile. Ich merke sofort, wenn hier was fehlt. Klar. Suchst du was Bestimmtes? Ich wurde beim Diebstahl gesehen. Schon wieder. Och Mann. Nee, ich will hier keinen Ärger. Ich will nur alles Suchst klauen. Suchst du was Bestimmtes? Ja. Den ganzen Scheiß da oben. Dann bin froh, dass ich die Leiter nicht nochmal runterklettern muss. Ist hier sonst noch was? Nee, gut, dann nehme ich erstmal das da. Dabei kann ich mich gucken. Kann ich dir helfen? Ah, diesmal hat er mich nicht gesehen. Suchst du was Bestimmtes? Oh, 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 oh. So, kann ich jetzt hier unten klauen? Ne, er kommt wieder runter. Na gut. Wäre auch alles nur geliehen gewesen. Ich brauche das ja nur, bis ich wieder der Big Babbo bei den Alps bin. Was ist denn das hier eigentlich? Ich glaube, da kletter ich nicht runter. Nicht jetzt. Sieht ja geil aus, wenn er springt. Hui! Das eine Bein zieht er so seitlich an irgendwie. Besen darf ich nicht nehmen. Und den Wein darf ich auch nicht nehmen. Aber hey, guckt ja keiner. Ich hab nichts gemacht. Dü-dü-dü. Ist das vielleicht die Taverne? Das da oben sieht ja cool aus. Also. Jetzt nicht schlecht. Wo bin ich hier? Sieht nach einem Laden aus. Ja, es hat keiner gesehen und ich habe jetzt ein fettes Schwert, Alter. Schlangenbiss. 41 plus 19 Giftschaden. Alter, ich brauche so viel Rohstoffe dafür. Und es ist einfach mal 600 wert. Das ist schon fett. Ja.
Das brauche ich bestimmt für irgendeinen Quest. Ich speichere mal. Und eine Anleitung für einen kleinen Heiltrank, den ich habe ich schon. Wollen wir kurz reden? Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, kannst du gleich wieder gehen. Entschuldigung. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Also wenn du Krüge brauchst... Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen. Ich kann es jedenfalls nicht. Ja, komm mal runter, Alter. Beruhig dich erst einmal. Ach, tu doch nicht so, als hättest du Mitleid. Typen wie dich interessiert doch nur unsere Magie. Und nicht die Probleme der einfachen Leute. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Männer wie dich interessiert doch nur eins. Unsere Magie. Okay. Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Ah, mach mal nicht. Ich brauche eine bessere Rüstung. Da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Rüstungen gibt es nur bei unserem Rüstschmied. Allerdings nur für diejenigen, die sich uns angeschlossen haben. Die meisten wollen natürlich gleich den Panzer eines Erzberserkers tragen, aber der kostet. Ich meine damit nicht unbedingt Elexit. Man muss auch einiges für die Gemeinschaft getan haben. Das heißt? Wenn du dich uns anschließt, wirst du dich vom Setzer an hocharbeiten müssen. Ich würde es begrüßen. Schließlich ist Arbeit auf mehreren Händen besser verteilt als auf wenigen. Ja, das ist ein Argument. Du hast doch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten. Das ist ja auch geil. Das heißt, mit Persönlichkeit kann man sich tatsächlich Items über Gespräche freischalten, die man einfach kriegt. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack! Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Weil du wütend bist. Allerdings bin ich das. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Aha. Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Ich bin ein wenig verwirrt. Ihre Brüste zucken sind wenig seltsam. Sie bewegt sich kaum, aber... Also, naja. Was weiß ich denn schon? In der Welt gibt es ja viele Seltsamkeiten. Ich hinterfrage das jetzt nicht weiter. Nachschubschwierigkeiten, sagst du. Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Na toll. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen.
Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Aha. Bring mir etwas bei. Natürlich. Aha, okay. Lernpunkte für Fähigkeiten. Und Attributpunkte kann ich auch noch steigern. Nee. Ah, okay, ich kann auch für Lernpunkte Attributpunkte kaufen. Das ist natürlich auch ganz schön fett. Was ist ja... Nee. Persönlichkeit wäre vielleicht eine Sache. Wenn ich bei ihr Persönlichkeit 4 lernen könnte und ihr das dann irgendwelche Sachen umsonst von ihr kriege. Das wäre doch cool. Bücherwurm, erfahrener Jäger. Gibt es da auch irgendwo eine Beschreibung, was das bewirkt? Ah, hier, ja klar. Du bekommst mehr Erfahrung durch getötete Feinde. Das ist schon echt geil. Mehr Erfahrung ist ein Knaller, vor allem jetzt gleich am Anfang. Aber wenn ich mir da die Werte, die man dafür braucht, angucke, das wird noch nix. Das wird noch eine ganze Weile dauern. Bücherwurm. Lesen gibt zusätzliche Erfahrung. Ist auch ganz nett. Zusätzliche Erfahrung ist immer gut. Mehr Erfahrung für erledigte Missionen. Alles Intelligenz und Gerissenheit. Das sind vielleicht... Mano. Feilscher. Händler geben dir einen Rabatt. Das ist auch wieder cool, aber mir fehlen für alles immer 7 Gold. Und Attributpunkte fehlen mir auch. Kampftheorie erhöht deinen Kampfwert. Was ist denn mein Kampfwert? Überlebenswert. Handwerkswert. Persönlichkeitswert. Erhöht die Kampfkraft deiner Gefährten mit jeder Stufe. Advokat, zahle weniger für deine Verbrechen. Man muss also zahlen, wenn man bei Verbrechen erwischt wird. Schwache Tiere greifen dich nicht mehr an. Ja, gut. Starke wäre mir lieber. Gib dir einen zusätzlichen Attributpunkt mit jedem Levelaufstieg. Oh, das will ich auch. Emotional. Sofern deine Kälte zwischen 0 und 20 liegt, bekommst du einen Bonus auf Magie, Psy und Stimmdauer. Psy wahrscheinlich. Solange deine Kräfte zwischen 40 und 60 liegen, bekommst du einen Bonus auf Nahkampfschaden. Synthetisch. Sofern deine Kälte zwischen 80 und 100 liegt, bekommst du einen Bonus auf Fernkampfschaden. Ach du Kacke. Das heißt, man muss seine Antworten auch an seine Kampffähigkeiten anpassen. Oh. Okay, hier lerne ich aber erstmal nichts. Hier könnte ich aber mal handeln. Ich will handeln. Ich will auch handeln. Sieh dich nur um. Das ist Einkauf oder Verkauf? Das ist Kaufen. Verkaufen, genau, also hier. Eine Waffe könnte ich kaufen. Das Beil kann ich mir noch nicht. Also damit komme ich noch nicht weit. Aber das wären immerhin schon mal 8 Schaden mehr. Zwinge. Das lohnt sich alles nicht so. Schwefelbrocken, Apfel, Rußfleisch, Setzer. Das ist alles Quatsch. Mandibeln. Was sind denn Mandibeln? Drüse, Goldbrocken, Magnesium, Fackeln. Ja, das brauche ich alles nicht. Vielleicht kann ich irgendwas verscherbeln. Was? Ich kann auch wiederkommen, wenn ich Geld brauche. Sindras-Truhe. In jeder einzelnen. In jedem einzelnen Haus ist irgendeine Truhe von irgendeiner bestimmten Person. So, gehen wir wieder raus. Das ist Taverne. Oder was ist das hier eigentlich gewesen? Ach ja, Händler. Händlerhaus. Auch wenn ich hier viele Bierkrüge geklaut habe. Gut. Taverne habe ich aber auch irgendwo gehört. Das ist hier eben. Das ist da oben, da sehe ich Bierkrüge.
Es lohnt sich nicht, daran einen Gedanken zu verschwenden. Ich hab's gewusst. Ich muss los. Toll. Ich komm rein und ihr geht. Suchst du was Bestimmtes? Wir sehen uns später. Bist du mir sauer, wenn ich hier rumlaufe? Steck ja nichts. Unverbrauchbare was? Die Finger bleiben bei dir, klar? Unverbrauchbare Suchst du was Bestimmtes? Da muss ich nachts nochmal hin. Ich suche nicht, ich habe schon gefunden. Aha, Heiler. Keine Zeit. Heiler hat keine Zeit, okay. Damals wäre er dafür nicht bestraft worden. Schon wieder. Sei lieber still. Das nenne ich gefährliche Zeit. Man muss nicht mit jedem Mist hausieren gehen. So eine Scheiße. Aha. Aber hier muss ich aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was nehme. Ich weiß auch nicht. Reden wir mal. Ich will das einfach nicht glauben. Besser selbst. Oder? Ich höre gar nicht mehr zu. Wie ist das überhaupt möglich? Ja, komm. Erstmal was essen. Mal. Diese ganzen. Das ist dein Problem, nicht meins. Kommentare hier. Auf mich hört ja keiner. Wer zu viel schwitzt, fängt an zu stinken. Ist mal so eine. Sei lieber still. Lebensweisheit. Wir müssen einfach etwas dagegen machen. Einige Dinge bleiben besser im Dunkeln verborgen. Ist das so? Ist das dein Ernst? Das sind alles No-Name-Charaktere, das heißt. Oh, so wird das nicht. Erstmal was essen. Den einen hier erstmal halten. Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Machen wir mal so. Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argo auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Agor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Schrott im Schlund. Erklär mir ein paar Dinge. Schrott im Schlund. Gibt's hier kein Info zu? Gehört dir die Taverne? Ganz richtig. Möchtest du etwas trinken? Gib mir was zu trinken. Was willst du haben? Ah, okay. Ordentlicher Kram, den man hier haben kann. Aber nichts an Waffen oder Rüstung, sondern nur Brause zum Beispiel. Das riecht nach Ärger. Dann erklär mir doch mal ein paar Dinge. Machen wir doch mal so. Was erzählt man sich hier über die Truppenbewegung der Alps? Nun, es heißt, dass sie vor ein paar Tagen sehr aktiv gewesen sind. Der Elexitor Kallax hatte wohl ein gewisses Interesse an der alten Observierungsstation, da oben im Westen. Kallax, sagst du? Weiß man, wo er gerade ist? Naja, es heißt, er sei wieder in den Norden gezogen und hat seine ganze Truppe mitgenommen. Seitdem ist er nicht mehr aufgetaucht. Wie weit reichen deine Informationen über den Norden? Kaum weiter als in die ersten Grenzgebiete vom Hochland Abessa da oben. Wir Berserker sind gut beraten, wenn wir uns nicht zu weit bis ins Eisland vorwagen, wenn du mich fragst. Kaum jemand, der den Eispalast der Alps je gesehen hat, ist lebend von dort zurückgekehrt. Du kennst jemanden, der schon bis zum Eispalast der Alps vorgedrungen ist? Du solltest dich besser nicht für solche gefährlichen Dinge interessieren. Ich denke, es ist besser für unser beider Gesundheit, wenn wir jetzt das Thema wechseln, okay? Okay, von mir aus. Eure Rüstungen sind sonderbar. Sie mögen altbacken wirken, aber das täuscht.
Mit Hilfe unserer Magie ist es uns sogar möglich, eine Vielzahl von Projektilen abzuwehren, wie normales Holz einfach so durchschlagen würden. Und gerade hier in Edan ist unsere Kleidung weitaus praktischer als die Metallschürzen anderer Gruppierungen. Wie das? Edan ist im Gegensatz zur Wüste oder den Weiten Xarkors sehr bewaldet. Wenn du also auf der Jagd bist, ist es gut, wenn du mit deiner Umwelt verschmilzt. Zu viel Metall ist einfach zu auffällig und schreckt die Tiere auf. Dennoch bleibt sie nutzlos im Rest der Welt. Das ist nicht wahr. Was du hier siehst, ist nicht nur einfacher Stoff und Leder. Unsere Rüstungen sind durchzogen mit der Macht des Manas. Solange wir Mana haben, sind wir geschützt. Warum unterhalte ich mich mit dem Typen über Rüstung? Der trägt ein Unterhemd. Und zwar ein ziemlich fleckiges. Edan ist anders als der Rest der Welt. Du sprichst ein Thema an, das mich mit Stolz erfüllt. Ich selber habe die Landesgrenze zwar nie verlassen, aber es muss schlimm da draußen aussehen. Wir aber konnten mit Hilfe unserer Weltenherzen den Boden wieder fruchtbar machen. Was du in Edan siehst, ist das Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit. Selbst einige Pfade mussten wir von Hand an. Nein! Im Vergleich zu der Zeit, als der Meteor einschlug. Zumindest erzählt man sich das. Die Geschichte der Berserker interessiert mich. Unsere Geschichte? Tja, ich habe nicht genügend Bierintus, um dir alles aufs Brot zu schmieren. Was du wissen solltest, ist, dass die Gründer unserer Gemeinschaft einfache Leute waren. Leute, die wussten, dass man in die Hände spucken muss, um zu überleben. Maschinen hatten sie nicht. Und diese Erkenntnis zieht sich bis heute durch. So, ich kriege schon einen trockenen Hals vom Quatschen. Wenn du mehr wissen willst, sieh dich nach ein paar Büchern um. Außer du kannst nicht lesen. Aber das ist dann nicht mehr mein Problem. Gut, habe ich doch auch gerade gesagt. Fertig. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Da hört man einmal nicht zu. Wirklich? Das kümmert doch keine Sau. Okay. Sie sollte wirklich nicht immer so viel reden. Früher war alles besser. Das könnte dann das Ende sein. Lasst mich doch erst mal was trinken. Ich will doch auch mal was sagen. Also, und ich bin dann mal weg. Kümmern wir uns in der nächsten Folge. Jetzt selbst dran schuld. Einfach abgehauen ist der Hurensohn. Meine Fresse. Das kann ich mir nicht vorstellen. So.